Hallo und herzlich willkommen zurück bei Baphomets Fluch. Mir kommt gerade in den Sinn, draußen hieß es, die Tür zeigt nach Norden. Aber hier, Moment. Blaue Pfeile, geistliche Blicke der aufgehenden Sonne. In diesem Ritual finden wir Beistand im Blauen, gekleidet nehmen die Präfekte die Form des Geistlichen an und blicken der aufgehenden Sonne entgegen. Osten, also ja, Osten. Wenn das Norden ist, dann ist Osten gegen uns. Ich hatte einige Statuen über dem Kamin platziert, aber es war schwer festzustellen, ob es die gleichen waren wie auf dem Familienfoto von Marquez. Oh. Das Foto zeigte die Familie Marquez. Der junge Marquez. Ja, ah, verdammt, falsche. Also, das kommt weg. So, und dann muss das andere sein. Die Statuen blickten alle nach außen, wie auf dem Foto von Marquez. Ich wartete mit angehaltenem Atem, was passieren würde. Und dann... Nichts. Nichts. Weil es falsch schaut. Also, das Grüne muss... Upsala. So. Ich glaube, das ist dann korrekt. Nein. Probieren wir es mal. Nein. Dann halt so. Geschafft. Was ist das denn? Ach, was ist das? Treppe. Ich hatte ja keine Ahnung. Wir müssen raufgehen. Wir haben nicht viel Zeit. Oh, ich dachte, das geht nach unten. Treppen. Nichts als Treppen. Meine Güte, schauen Sie nur. Okay. George? George? Was ist das? Ein angesenktes Stück Papier. Da steht das Wort Wolfram. Kommt mir bekannt vor. Wolfram. Verflucht sei der Name. Oh. Was wissen Sie über Wolfram, Senior? Wolfram. Ich spucke auf den Namen. Ja, aber... Ramon, reden Sie mit mir. Sie leben also schon lange hier? Mein Leben lang. Mein Vater hat vor mir hier gedient. Er hat mich sogar nach Senor Xaviers Lieblingsheiligem benannt. Sankt Ramon. Schutzpatron der unschuldig Angeklagten. Das ist schön. Ist es nicht. Die Mauren trieben ihm ein Schloss durch die Lippen. Oh, verstehe. Nun, sicher können wir alle etwas daraus lernen. Gut, und hier? Was ist Wolfram? Das war eine Bergbaufirma, geleitet von einem Mörderschwein namens Genen. Im Bürgerkrieg unterstützten sie die Faschisten. Dafür bekam Genen Soldaten für seine Drecksarbeit. Sie waren hier, brachten ihren schmutzigen Krieg in dieses Haus und haben Senor Xavier getötet. Okay, sonst noch was? Sie haben Xavier erschossen, Senor Marquez Vater? Ich war noch klein, aber es kommt mir vor, als sei es gestern gewesen. Er und sein Freund Hernandez wurden erschossen wie Tiere. Warum waren sie gekommen? Sie waren auf der Suche nach irgendwas. Und sie brachten Tod und Verderben. Da war etwas, das habe ich nie begriffen. Xavier hat versucht, durch die Bibliothek zu fliehen. Aber die Bibliothek hat vergitterte Fenster. Eine Sackgasse. Vielleicht aber auch nicht. Dieser Genen, wer war er? Er war Schweizer, Geschäftsmann
und ein Mörderschwein. Und was hat er hier gewollt? Keine Ahnung. Wenn er gerade niemanden gefoltert hat, verschwand er in der Bibliothek. Er war wochenlang da drin. Machte sich Notizen, studierte Karten. Seine Leute haben ganz Katalonien durchforstet, auf der Suche nach irgendwas. Haben Sie es gefunden? Wer weiß. Eines Tages war Genen einfach weg, ist nie mehr aufgetaucht. Ein Unfall vielleicht in den Bergen. Seine Seele soll in der Hölle verrotten. Die Soldaten haben nicht sehr lange nach ihm gesucht. Die hassten ihn auch. Okay, und sonst noch etwas über Genen? Der Name Genen kam mir bekannt vor. Er war derjenige, der versucht hatte, La Maledictio zu kaufen. Kann das ein Zufall sein? Aber... Sowas wie Zufall gibt es gar nicht. Moment, wenn er ein ausgewachsener Mann war, als die zwei noch Kinder waren, müsste er jetzt wesentlich älter sein als die, und die kratzen schon an der Himmelstür, wenn man das so sagen darf. Als die Soldaten fort waren, haben Sie das Haus übernommen? Ja, ich bin nach ein paar Jahren zurück und habe aufgeräumt. Hat mir das Herz gebrochen. Die Bibliothek habe ich zugesperrt. Genens Papiere wollte ich nicht anfassen. Also gut, Nico, du musst in die alte Bibliothek. Kann ich mal in die Bibliothek rein? Nein. Ich habe sie Senor Xavier zu Ehren verschlossen gehalten. Bitte, es ist wichtig. Der Schlüssel ist weg. Er ist weg? Seit der Nacht, als ich zugesperrt habe. Ich hatte auf das Andenken Senor Xaviers etwas getrunken. Der Weinkeller war gut gefüllt, Signora. Es war eine lange Nacht. Ich habe den Schlüssel versteckt. Nur weiß ich nicht mehr, wo. Er ist weg. Das war alles, was übrig war am Morgen. Hab seither keinen Tropfen mehr angerührt. Eieiei. Ich musste herausfinden, woran Genen in der Bibliothek gearbeitet hatte. Ja. Xavier. George, bist du da? Das Gitter war wieder eingerastet. Okay, Sophia. Tiago als junger Roman. Gehen, also der sah früher so aus. Brandy. In dem Gerümpel im großen Saal stand eine Kiste Brandy. Ramon hatte sie anscheinend leer getrunken. War wohl eine heftige Nacht. Ja, dann hat er sie viel... Das Regal enthielt alte katalanische Bücher. Ich könnte sie eh nicht lesen. Oder ein Schlüssel. Gut, hier nicht. Unordnung. Es könnte ja sein, da er hier... Überall im Saal stand irgendwelcher alter Plunder herum. Ramon hatte behauptet, er habe hier aufgeräumt. Ja. Okay, hier... okay, dann... Unordnung. Wo ist dann der Keller? Randy. Schutt. Zumindest die Pflanzen gediehen bestens im Schutt. Aber hier nicht... Mosaik! Den Boden zierte ein raffiniertes Mosaik. Okay, sonst wird hier nichts dazu gesagt. Okay. Bibliothek. Aufmachen die Tür. Die Tür war abgeschlossen. Ich musste den Schlüssel finden. Ich fragte mich, wo Ramon ihn versteckt hatte. Er weiß es ja nicht mehr. Der Platz war früher mal sehr schön gewesen. Selbst so zugewachsen strahlte er noch Ruhe aus. Okay. Schutz. Mosaik. Mosaik. Dann zurück zur Halle.
geschnitzter Baum? Der Kamin war mit Baumskulpturen verziert. Okay. Wir haben immer noch einen Mob. Was auch immer der dafür sorgen soll. Oder auch nicht sorgen soll. Ach, gehen wir einfach nach draußen. Das Windspiel schien aus alten Blechbüchsen zu bestehen. Gut, oder reden wir zuerst mit Eva, dann gehen wir zur Ziege. Denn dort waren tonnenweise Flaschen. Eva, freut mich, dass es ihrem Vater gut geht. Er ist alt und töricht. Er gehört nicht hierher. Aber er hört ja nicht auf mich. Ich vermute, es geht ihm immer noch um dieses Gemälde? Ganz recht. Wir haben es entschlüsselt. Tatsächlich? Ja, wir haben einen Geheimgang hinter dem Kamin entdeckt. Was? Ihr Vater und George sind hineingegangen. Was? Das ist ja wohl ein Witz. Er ist ein alter Mann. Keine Sorge. George weiß, was er tut. Das sagt er zumindest immer. Das dachte ich mir. Okay, Marcus. Ihr Vater wirkt sehr gebrechlich. Er ist alt und braucht keinen, der ihn an der Nase rumführt und nach verlorenen Schätzen suchen lässt. Ja, das machen wir nicht. Egal, alte Bibliothek, wissen Sie etwas darüber? Sind Sie jemals in der Bibliothek gewesen? Nein, es hieß, die sei abgeschlossen. Der Schlüssel fehlt. Ramon hat ihn wohl vor Jahren versteckt und weiß nicht mehr wo. Schade. Okay, sonst noch was? Können Sie sich vorstellen, wo Ramon den Schlüssel versteckt haben könnte? Halten Sie mich für eine Hellseherin? Nein, okay. Und Eva, wie geht's Ihnen? Was Verdächtiges bemerkt? Außer Ihnen und Ihrem amerikanischen Schatz? Nein. Er ist nicht mein Schatz, wissen Sie? Mir doch wurscht. Okay, der Mob. Das würde Sie wohl kaum interessieren. Und dein Ausweis? Das würde Sie wohl kaum interessieren. Okay. Bis später dann. Sie ist leicht genervt. Hallo, Ziegelein. Hallo, Kleines. Zu Nico ist sie freundlich. Gut, die Flaschen. Ein Haufen alter Brandyflaschen. Ramon musste diese Nacht vor all den Jahren im Auto verbracht haben. Ja, dann die Autotür aufmachen und reingehen. Ah, sie schafft es doch noch. Dosenschlüssel, Dosenschlüssel. Armaturenbrett. Okay. Das Armaturenbrett wirkte intakt. Aber fahren würde die alte Familienkutsche nie wieder. Ja. Radio. Ein 5T71. Außergewöhnlich. Was war das? Da war doch... Innenraum. Das Innere des Wagens sah übel aus. Okay. Ein Kissen. Mit einem Buch. Jemand hatte im Auto geschlafen. Aber vor ewigen Zeiten. Ja, ein gewisser Ramon. Ein altes Paar Schuhe. Gut. Der Boden des Wagens war übersät mit Sardinendosenschlüsseln. Daher hatte er wohl all die Blechdosen für das Windspiel. Ja. Noch eine Brandyflasche. Ramon hatte sich echt die Kante gegeben an dem Abend. Sieht ganz so aus. Die Handbremse, dann lesen wir das Buch. Ich hob es auf. Sah wie ein altes Tagebuch aus. Es gehörte Ramon. Die Bibliothek wird ein Schrein sein. Keiner wird sie betreten. Ich verstecke den Schlüssel an einem sicheren Ort, sobald ich was gegessen habe. Ich habe, was ich brauche und weiß, was ich tue. Deine Augen so blau, du schöne Maid. Ich denke an dich die ganze Zeit. Ein aufstrebender Poet, unser Ramon. Wie Efeu am Baum sind verschlungen unsere Leben. Ja, so viel bedeutest du mir eben. Hübsch. Hey, ich hab das gerade gelesen. Die kleine Ziege. Aber gut, sie ist schon süß. Kein Respekt vor großer Kunst? Ziemlich schwere Kost, wie? Okay, Ziege.
Oh. Gut, der Reif. Der Ziegenbock war festgebunden. Wieso war mir nicht klar? Das sanfte Tier hätte doch keinem was getan. Sag das mal, Josh. Okay, gehen wir zum Windspiel. Okay. Das Windspiel war zwar aus Schrott gebastelt, klang aber gar nicht so schrottig. Ja, Windspiel. Mit dem Mob? Es war eine nette Idee, aber es hätte nicht geklappt. Also nett, weiß ich nicht, ob das wirklich nett war. Das würde nicht funktionieren. Gut, uns fehlt also höchstwahrscheinlich noch etwas. Ronnie oder Josh? Ich wollte einen besseren Zeitpunkt abwarten, um George anzurufen. Also Moment mal, George ist irgendwo drin, wo die Tür hinter sich zugesperrt wurde, und zwar eine riesige, fette Steintür, die man nicht so einfach öffnen kann. Und ja, es ist nicht wichtig, ihn anzurufen und zu fragen, ob... Eine der alten Sardinendosen sah etwas ausgebeult aus. Ich fischte drin herum. Da war etwas drin. Ich brauchte eine bessere Idee. Und da war er. Der Schlüssel zur Bibliothek. Gut, dann gehen wir rein. Sagen wir es noch Ramon? Ach ja. Die alte Bibliothek. Ich habe ihren Schlüssel gefunden. Ich dachte, der wäre weg. Für immer. Wollen Sie dabei sein, wenn ich die Tür öffne? Nein. Manches Vergangene lässt man besser ruhen. Und überhaupt, ich muss mich um Eva kümmern. Okay, das alte Auto. Sie haben drin geschlafen. Ich habe mir gerade das alte Auto im Garten angesehen. Da hat wohl jemand drin geschlafen. Ich... Als ich zurück war, habe ich das Haus nachts nicht ertragen und im Auto geschlafen. Okay, und was halten Sie von Eva? Kennen Sie Eva gut? Nein, habe sie eben erst getroffen. Señor Marquez hat sie mitgebracht. Sie reden nicht viel, aber mit einer Waffe umgehen kann sie. Okay, willst du ein Mob? Sagt Ihnen das irgendetwas? Sollte es? Nein. Ich habe Ihren Schlüssel gefunden. Aha. Okay. Sagt Ihnen das? Nein. Sollte es? Nein, okay. Von innen sah das Fenster noch hübscher aus. Oh, Moment, was stand da? Von innen. Ah, nichts mehr. Gut. Dann ab durch die Tür. Wir haben eine Verabredung mit einer alten Bibliothek. Ramon hatte nicht übertrieben. Dieser Ort war ein Schrein. Ist das eine Bibliothek? Mit einem einzigen Bücherregal? Die Bücher standen immer noch ordentlich im Regal. Weitere lagen auf dem Boden verstreut. Okay, was haben wir hier? Globus? Ein Globus stand vergessen in einer Ecke. Ob Marquez wohl als Kind damit gespielt hatte? Gut, was haben wir sonst noch? Tische und Bilderrahmen und anderes Zeuge. Wandteppich. Man hatte den Wandteppich zur Seite geworfen. Die Truhe sehen wir uns bald an. Die alte Rüstung war ein echtes Prachtstück. Die hatte Genen sicher nicht bewegt. Nein, und der Tisch? Der Tisch war leergeräumt worden. Okay. An der Wand lehnte ein leerer Rahmen.
gehenden Soldaten hatten vermutlich alles mitgenommen, was wertvoll war. Ja, scheint ganz so zu sein. Dann nur noch die Truhe. Die Truhe enthielt jemandes persönliche Habe. Möglicherweise Genens. Ich fragte mich, was für Geheimnisse sie barg. Okay, wir haben hier Stiefel. Ein paar abgetragener Stiefel. Ja. Und ein Indiana Jones Hut. Der Hut sah alt und zerbeult aus. Ich fragte mich, ob er dem geheimnisvollen Genen gehört hatte. Hemden? Ein paar alte, verschlissene Hemden. Sauber gefaltet. Gut, und die Karte. Warum die Soldaten die nicht mitnahmen, ist eine andere Frage. Die Karte war mit interessanten Markierungen und Kritzeleien übersät. George würde ja so neidisch sein. Moment. Und was ist das hier, Senor? Die Kapelle meiner Familie. Sie ist anders als die Kapellen, die ich kenne. Wo sind der Altar, das Kruzifix, die christlichen Symbole? Und dieses Fresko, was ist das? Außergewöhnlich. Es erzählt eine Geschichte. Es zeigt den Weg meiner Vorfahren, der Katharer, und wie sie mit der Tabula Veritatis aus der Bergfestung Montségur geflohen sind, direkt vor der Nase der Soldaten des Albigenserkreuzzugs. Moment, nicht so schnell. Wer sind die Katharer und was haben sie mit der Tabula zu tun? Die Katharer waren Gnostiker. Sie lebten im 12. Jahrhundert im Süden Frankreichs, in Frieden mit den Juden und Katholiken des Languedoc. Ihrem Credo zufolge waren Mann und Frau gleich. Die Menschen trugen Gott in sich und die Kirche stand der Erlösung im Wege. Dem Papst war ihr Kernglaube zuwider. Die Katharer bezichtigten ihn und seine Kirche der Bestechlichkeit. Er erklärte sie zu Ketzern. Als der Papst erfuhr, dass sich die Tabula Veritatis in ihrer Obhut befand, schmiedete er ein Komplott mit dem König von Frankreich. Er rief einen heiligen Krieg zu ihrer Vernichtung aus. Der Albigenserkreuzzug war ein kalkuliertes, grausames Massaker. Das letzte Gefecht fand hier in Montségur statt, im Jahr 1244. Die Kreuzfahrer glaubten, sie hätten sämtliche Ketzer getötet. Aber eine Handvoll konnte flüchten, mit der Tabula. Auf geheimen Pfaden überquerten sie die Pyrenäen, Richtung Süden. Sie brachten die Tabula hierher nach Katalonien, um sie einmal mehr zu verstecken. Leider ging ihre Leidensgeschichte weiter. Dafür hat die spanische Inquisition gesorgt. Trotzdem bewahrten meine Vorfahren das Geheimnis um die Tabula generationenlang. Verstehen Sie jetzt, warum mir La Maledictio so wichtig ist? Das Bild wird uns wieder zur Tabula führen, damit wir sie vor denen schützen, die ihre Macht missbrauchen wollen. Das Gemälde hat uns hierher geführt, Senor. Wir müssen herausfinden, warum. Gut, ich würde sagen, das war eine nette Geschichte und dass es auch für diese Folge war. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.